Gleis 3, Einfahrt S1 nach Kirchheim über Stuttgart Hauptbahnhof Tief. Abfahrt 15.40 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse. S3 nach Backnang über Stuttgart Hauptbahnhof Tief. Abfahrt 15.45 Uhr von Gleis 3, direkt gegenüber. S1 nach Herrenberg über Böblingen. Abfahrt 15.50 Uhr von Gleis 1. S1 nach Plochingen über Stuttgart Hauptbahnhof Tief. Abfahrt 15.55 Uhr von Gleis 3, direkt gegenüber. S3 nach Backnang über Stuttgart Hauptbahnhof Tief. Abfahrt 16 Uhr von Gleis 3, direkt gegenüber. Und S1 nach Herrenberg über Böblingen. Abfahrt 16.05 Uhr von Gleis 1. Gleis 2, Einfahrt S3 von Backnang, Ankunft 15.44 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3 steht S3 nach Backnang über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 15.45 Uhr. Gleis 3, Einfahrt S2 nach Schorndorf über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 15.50 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt S1 nach Plochingen über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 15.55 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt S2 von Schorndorf, Ankunft 15.54 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt S3 nach Stuttgart Flughafen Messe über Stuttgart Ruhr, Abfahrt 16 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt S3 nach Backnang über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 16 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3 steht S2 nach Schorndorf über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 16.05 Uhr. Gleis 3, Einfahrt S1 nach Kirchheim über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 16.10 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt S2 nach Filderstadt über Stuttgart Flughafen Messe, Abfahrt 16.10 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse, S3 nach Backnang über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 16.15 Uhr von Gleis 3, direkt gegenüber. S1 nach Herrenberg über Böblingen, Abfahrt 16.20 Uhr von Gleis 1. S1 nach Plochingen über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 16.25 Uhr von Gleis 3, direkt gegenüber. S3 nach Backnang über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 16.30 Uhr von Gleis 3, direkt gegenüber. Und S1 nach Böblingen über Stuttgart Ruhr, Abfahrt 16.35 Uhr von Gleis 1. Gleis 2, Einfahrt S3 von Backnang, Ankunft 16.40 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3 steht S3 nach Backnang über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 16.15 Uhr. Gleis 3, Einfahrt S2 nach Schorndorf über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 16.20 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt S1 nach Plochingen über Stuttgart Hauptbahnhof Tief, Abfahrt 16.25 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.
Gleis 2, Einfahrt S2 von Schorndorf, Ankunft 16.24 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt S3 nach Backnang über Stuttgart Hauptbahnhof tief, Abfahrt 16.30 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt S3 nach Stuttgart Flughafen Messe über Stuttgart Ruhr, Abfahrt 16.30 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3 steht S2 nach Schorndorf über Stuttgart Hauptbahnhof tief, Abfahrt 16.35 Uhr. Gleis 3, Einfahrt S1 nach Kirchheim über Stuttgart Hauptbahnhof tief, Abfahrt 16.40 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu S3 von Backnang. Ankunft 16.44 Uhr, heute circa 5 Minuten später. Gleis 2, Einfahrt S3 von Backnang, Ankunft ursprünglich 16.44 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse, S2 nach Schorndorf über Stuttgart Hauptbahnhof tief. Abfahrt 16.50 Uhr von Gleis 3, direkt gegenüber. S1 nach Herrenberg über Böblingen, Abfahrt 16.50 Uhr von Gleis 1. S1 nach Plochingen über Stuttgart Hauptbahnhof tief, Abfahrt 16.55 Uhr von Gleis 3, direkt gegenüber. S3 nach Stuttgart Flughafen Messe über Stuttgart Ruhr, Abfahrt 17 Uhr von Gleis 2. Und RB14A nach Horb über Böblingen, Abfahrt 17.01 Uhr von Gleis 1. Gleis 3, Einfahrt S2 nach Schorndorf über Stuttgart Hauptbahnhof tief, Abfahrt 16.50 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt S2 von Schorndorf. Ankunft 16.54 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu RB14A nach Horb über Böblingen, Abfahrt 17.01 Uhr, heute circa 20 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Gleis 1. Einfahrt S1 nach Herrenberg über Böblingen, Abfahrt 17.05 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.